Wir sind hier in Marzahn, genauer gesagt zwischen Hohenschönhausen und Marzahn, in einem aufgelassenen Fabrikgelände, in dem 1990, kurz vor der Wende, noch Fabrikgebäude errichtet worden für die Textilproduktion. Und die wurden nicht in Betrieb genommen, die Gebäude. Die Wende, es war ökonomisch ein Wendeopfer. Und dieses Gebäude ist leer und seit 1990 hat sich der Verein BBB, Berlin-Brandenburger Bildungswerk, darum beworben, hier Aktionen machen zu können und Bildung zu betreiben und hat durch mehr oder weniger gesteuerte Zufälle ist er in den Besitz von Nachlässen und Archiven gekommen und hat im Laufe dieser Zeit Stadtteilarbeit entwickelt, Geschichtsbewusstsein entwickelt unter Verwendung dieser Archivalien, die hier in diesem Gebäude jetzt sind. Das Gebäude oder besser gesagt das Grundstück, auf dem das Gebäude steht, wechselt den Besitzer. Der Eigentümer ist bisher die Kommune gewesen, die Kommune Marzahn, der Bezirk. Und es hat Interesse bekundet und auch den Zuschlag bekommen, die Opernstiftung Berlin, die, so ist mir zugetragen worden, ich habe es nicht direkt von der Opernstiftung erfahren, hier ein größeres Gebäude errichten möchte, um Bühnenbilder zu deponieren auf lange Sicht. Das ist jetzt die große Frage, der wir uns seit Wochen und Monaten widmen. Nicht nur ich, der ich zuständig bin für das Tagesspiegelarchiv, sondern auch Harald Wachowitz, der zuständig ist für die anderen Archive, die hier noch lagern. Wir beide sind jetzt auf der Suche nach Lokalitäten, nach Institutionen, die mit diesem Archiv arbeiten wollen und können und die auch Räumlichkeiten haben, um das Archiv fachgerecht unterzubringen. Im schlimmsten Fall ist es von der Vernichtung bedroht. Wir haben hier knapp 2 Meter Ordner. Die sind uns gar nicht so doll aufgefallen erst. Von 1961 bis 68, ja, Mauerbau bis die Studentenbewegung. Und das sind nur Karikaturen. Es sind nur Karikaturen zur Innenpolitik der BRD, zum Ost-West-Verhältnis. Ganz prominent natürlich Adenauer und Ulbricht. Also ein Fundus, den es an diesem Beispiel mal deutlich macht, sowas gesammelt werden Sie nirgendwo noch einmal finden. Und deswegen ist dieses Archiv, das ergeben unsere Recherchen, diese Sammlung hier sind in Deutschland einmalig. Es gibt kein anderes Archiv, das die Bandbreite, die Erfassungstiefe und den Zeitraum von 1945 bis 1992 der deutschen Geschichte widerspiegelt. Ja, es ist die ganze Transformationszeit auch der DDR, der Übergang in die BRD. Es ist die Nachkriegszeit in den Besatzungszonen. Es ist die Zeit der Anstrengungen, einen Friedensvertrag zu erhalten und eine deutsche Wiedervereinigung zu erhalten. Man kann hier die Vorhaben der SPD nachvollziehen, eine deutsche Einheit herzustellen. Die Stalin-Noten, also ich rede hier von der Nachkriegszeit, alles Entwicklungen, die heute vergessen sind, die aber durchaus noch von Interesse sind. Wie viele, viele, viele Themen, die man vielleicht im Einzelnen sich nochmal angucken kann, wenn ich zeige, wie unsere FIND-Hilfen, wie unsere Datenbank, wie diese Arbeitsergebnisse wirken, was man daraus machen kann. Vor allen Dingen, wenn man Geschichte lebendig machen möchte.